Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Q&A für dich und gleichzeitig schminke ich mich mit den neuen Produkten aus dem Essenssortiment. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auf Instagram habe ich einen Fragensticker reingepackt und über 3000 Leute haben sich die Story angeguckt und ich habe sehr viele Fragen bekommen und da schauen wir mal, inwiefern wir darauf eingehen können auf alles. Und ich verlinke dir die Produkte, die ich verwende, in der Infobox, weil ich werde da nicht allzu sehr drauf eingehen. Ihr seht ja das Ergebnis und meine Reaktion gegebenenfalls da drauf. Ich starte mit der ersten Frage von Claudia Karitzel. Wie hat sich euer Leben nach der Geburt von Julius verändert? Komplett. Also es ist alles irgendwie nicht mehr so, wie es vorher war, was positiv ist. Also er hat unser Leben bereichert, er hat unser Leben auf den Kopf gestellt, er hat mich dazu gebracht, dass ich nicht mehr so spontan mal eben kurz sein kann, genauso mein Freund halt auch nicht, und dass wir ja erwachsener geworden sind. Also das ist tatsächlich so. Ja, wie hat sich das Leben verändert? Das ist ein ganz neues Leben. Ich bin jetzt eine Mutter, wir sind jetzt Eltern, mein Freund ist ein Papa. Das ist ganz anders, ne? Also vorher war das so, dass man halt auch wirklich gar nicht groß über irgendwelche Sachen nachgedacht hat, sondern es einfach irgendwie gemacht hat. Sei es, dass ich ja auch vorher geraucht habe, ne? Also das war einfach so, mein Körper gehört mir, ich kann machen, was ich will, bumsfallera. Und jetzt ist es halt so, dass man sich überlegt, muss das wirklich sein? Du schädigst damit nicht nur dich, sondern auch das Kind. Es ist Gott sei Dank mittlerweile so, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass eben der Tenor nicht mehr so ist, dass man sagt, dass egal was die Mutter ist, das landet alles in der Muttermilch. Das ist Blödsinn, Gott sei Dank. Ne? Also dieses Ganze von wegen, wenn die Mutter Kohl ist, dann kriegt das Kind Blähung. Nee, ich bin sehr froh, dass die Wissenschaft einfach mittlerweile weiter ist, auch wenn ich oft, ja, leider oft von Damen, die im Alter meiner Eltern sind, sage ich mal, ne, höre, oh mein Gott, was hast du schon wieder gegessen, wenn Julius irgendwie weint oder so, ne, oder wenn er Blähung hat. Oder wenn die dann halt zu Julius, ohne drüber nachzudenken, sagen, na, was hat Mama schon wieder gegessen oder dies, das, ne, keine Ahnung. Und das finde ich unangenehm, wirklich unangenehm, weil ich mir ja sowieso schon immer Gedanken mache, ob ich eine gute Mutter bin. Und man ja diese große Unsicherheit nun mal hat. Und wenn dann auch ständig irgendwie Leute hinterfragen, was man so gegessen hat und so, zumal Essen für mich ein riesengroßes, schwieriges Thema ist. Ich hatte ja damals auch eine Essstörung, ne? Und dann ist das nicht so cool. Das ist gar nicht cool. Also, als hätte ich an irgendwas Schuld oder so, was Tinnef ist, ne? Also letztendlich ist es manchmal so, dass ich dann neben meinem Sohn stehe und er schreit und oder ich versuche ihn zu beruhigen und sage dann auch, Mensch, was hast du denn? Und dann guckt mein Freund um die Ecke, Claudi, es ist ein Baby. Ja, er weiß selber nicht, was er hat manchmal, ne? Das ist einfach so. Oder wie ich das halt auch gerne manchmal formuliere, manchmal möchte Julius die Welt einfach brennen sehen. Das ist normal, ne? Es ist alles normal, was sich jetzt so abspielt, und da muss ich mich halt dran gewöhnen. Woran ich mich auch gewöhnen muss, ist mein Perfektionismus runterzuschrauben, denn der ist vorher echt weit oben gewesen. Also ich bin wirklich ein kleiner Monk, ich will am liebsten hier immer alles picobello sauber und aufgeräumt haben, obwohl ich damals überhaupt nicht so war. Also in meiner Jugendzeit durftest du eigentlich nicht so unbedingt in mein Zimmer gehen, ne? Das war nicht so. Ja, mittlerweile ist das alles ein bisschen anders und das geht jetzt halt alles nicht mehr. Und was ich auch lernen musste, und da bin ich meinem Freund einfach auch super dankbar, dass er mich immer wieder daran erinnert, den Perfektionismus runterzuschrauben und einfach mal zu sagen, ja, dann ist das halt so. Ganz egal, was ist, ne? Ja, dann ist das halt so. Das sieht hier nicht sauber und ordentlich aus. Ja, dann ist das halt so. Dadurch bist du ja kein schlechter Mensch. Und er sagt auch immer wieder, und er hat so recht, Claudi, nein, er sagt Schatz. Schatz, Mausi, du arbeitest Vollzeit und du bist Vollzeitmutter. Du kannst nicht auch noch Vollzeit den Haushalt schmeißen. Das geht nicht. Das erwartet auch keiner von mir. Also von dir, sagt er dann immer, ne? Er hat damit auch recht. Und es gibt schon jemanden,
der das von mir erwartet oder vielmehr die das von mir erwartet. Das bin ich selbst. Ich erwarte das einfach von mir selbst und das ist so ein Blödsinn, da muss ich einfach mit aufhören. Ne? Und ja, in verrückten Momenten versuche ich mich dann auch immer wieder daran zu erinnern, dass, was Schatzi mir sagt, da Schatzi jetzt mein Freund ist, genau, da Schatzi jetzt leider den Tag über nicht mehr im Homeoffice ist, erstmal aktuell, sondern halt in der Firma, habe ich halt niemanden, der mir dann in meinem Alltag einfach mal sagt, Claudinchen, chill dich. Und mir einen Peter vorsetzt, wenn ich mich mal wieder verzettel oder sonst irgendwas. Und ja, da unterstützt er mich einfach in der Hinsicht sehr gut, beziehungsweise nicht unterstützen. Wir haben gesagt, wir machen das als Team. Und here we are. Also wir machen das als Team. Und das finde ich auch immer wieder schön von ihm zu bemerken, dass er mir das auch immer wieder spiegelt. Also ich hatte anfangs ein bisschen Bedenken, ne, dass er halt irgendwie das auch mit meiner Arbeit, mit dem YouTube-Dasein nicht als Vollzeitjob quasi ansieht. Aber das ist vollkommener Blödsinn. Er sieht das an und er erkennt das absolut an. Und er ist auch extrem stolz auf mich und er sagt mir das auch immer wieder. Und ich finde auch, dass wir dann auf diese Art und Weise als Paar super krass zusammengewachsen sind. Ne? Das ist nicht nur durch die wirklich verrückte Geburt so, dass wir als Paar sehr gut zusammengeschweißt wurden, sondern auch jetzt als Eltern, ne? Dass er da auch sehr, sehr viel mir zurückgibt, obwohl wir halt als Paar nicht so diese Paar-Momente haben können. Also dieses klassische mal auf der Couch alleine zusammen chillen. Theoretisch hätten wir das, aber ich bin dann meistens halt am Arbeiten zu dem Zeitpunkt, wo wir das könnten. Und was wollte ich sagen? Genau, dass wir halt diese Paar-Momente, die wir sonst halt hatten, einfach gerade nicht so ausleben können. Ich meine, Julius ist 3 Monate alt, was erwarte ich, ne? Sehr schwach auf der Brust, das Moped hier. Egal, und deswegen müssen wir halt schauen, dass unsere Beziehung anderweitig halt ausgelebt werden kann und dass wir da uns gegenseitig was geben können. Ne? Und das versuchen wir dann auf die Art und Weise eben, dass wir uns unterstützen, dass wir füreinander da sind, dass wir so ein Kompliment auf dem mal eben Durchgang, wie auch immer, uns machen. Ne? Dass man sich halt einfach so versucht, glücklich zu machen gegenseitig. Und ich finde, dass wir das ganz gut meistern. Also wir geben alles und geben uns gegenseitig halt auch sehr viel Liebe, ohne dass wir diese klassischen Paarmomente haben. Ne? Und dadurch hat sich halt auch unsere Beziehung verändert, was ich sehr interessant finde. Denn während der Schwangerschaft war das alles ein bisschen schwierig und da hatte ich auch schon ein paar Momente, wo ich echt geflucht habe. Und wo ich echt überhaupt nicht gut zufrieden war und mich auch wirklich gefragt habe, oh mein Gott, wie soll das alles bloß werden? Das könnt ihr auch in meinem Buch sehr gut nachlesen. da habe ich ja ein Buch über meine Schwangerschaft geschrieben. Könnt ihr gerne im Pelletier Verlag vorbeischauen. Ich habe euch da auch einen Link meiner Infobox gesetzt. Hallo Mr. Bauchi. Ja, ein sehr ehrliches Schwangerschaftstagebuch. Naja, auf jeden Fall hat sich einiges verändert. Es hat sich alles verändert. Also nicht nur einiges, sondern alles. Einstellungen zu vielen Dingen haben sich geändert. Prioritäten absolut. Ne? Also für mich ist natürlich Priorität 1 mein Sohn. Das ist klar. Ne? Und dann kommen viele, viele weitere Dinge. Und ganz am Ende, dann komme ich. Obwohl mein Freund dann auch immer wieder sagt, Claudi, dass du gesund bist, ist mindestens genauso wichtig, dass es Julius gut geht, weil ansonsten kann es Julius ja gar nicht gut gehen, weil er ja quasi von mir existiert. Ne? Das ist, muss ich halt auch mir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und deswegen sehe ich auch zu, dass ich mich gesund ernähre. Ich habe meine Ernährung durch die ganze Schwangerschaft hier auch vollkommen umgestellt. Oh mein Gott. Ah, da kommt was. Ich wollte schon sagen, muss ich jetzt 30 Jahre drehen hier. Also wie gesagt, meine ganze Ernährung umgestellt und da merke ich auch, dass es mir gut getan hat. Also Julius hat auch dazu geführt oder hat mich dazu gebracht, dass ich gesünder werde. Meine Freundinnen haben mir gesagt, also vor allem eine, die liebe Marie, boah Claudi, seit deiner Schwangerschaft sieht deine Haut so viel besser aus, was hast du gemacht? Also es liegt nicht nur daran, und da muss ich ganz ehrlich mit euch sein, dass ich wundervolle Kooperationspartner im Bereich Pflege habe. Ne? Davon mal ab. Und dass die mir halt dann auch die Produkte so empfehlen und dann auch zukommen lassen, dass sie halt für meinen Hauttypen komplett passend sind und so
das ist ja für die auch die beste Werbefläche überhaupt, ist ja klar. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und die Produkte verwende und meine Haut sich dadurch verschlechtert, ist klar, dass es nicht so viel bringt, ne? Aber wenn ich hier sitze, und man sieht es ja auch seit den letzten 4 Jahren, meine Haut hat sich deutlich verbessert, dann ist das auch eine gute Sache für euch auch zu sehen, ne? Dass da alles soweit so gut ist. Ja, auf jeden Fall hat sie gesagt, Mensch, deine Haut sieht so viel besser aus. Genau, das liegt aber daran, dass ich mit Rauchen aufgehört habe, dass ich mich allgemein gesünder und bewusster ernähre, dass ich mich viel mehr bewege, viel mehr draußen an der frischen Luft bin, halt nicht mit einer Fluppe in der Hand, sondern einfach, um draußen zu sein, ne? Und halt einfach, ich bin viel bewusster mit mir selber und viel, ja, ich achte mehr auf mich. Und das hat einfach schon, also das hat viel ausgemacht, muss man wirklich sagen. Und natürlich die wundervolle Pflege, die ich halt auch habe. Kannst du auch nicht abstreiten, ist klar, ne? Ja, und deswegen, da muss man halt immer so schauen, eine Schwangerschaft, die wünscht man sich jahrelang. Wir sind ja 4 Jahre dabei gewesen, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne uns vermehren. Und wenn es dann soweit ist, dann, du kannst dich gar nicht so wirklich darauf vorbereiten, dann wird das Leben so oder so auf den Kopf gestellt. Das war klar. Und wir haben auch für uns gemerkt, dass wir einfach gefühlt noch gar nicht so weit waren, aber wir hätten uns auch nicht darauf so weit vorbereiten können, also auf alle Eventualitäten, das geht nicht, ne? Und man wünscht sich das zwar immer, dass man da irgendwie drauf vorbereitet ist und dass man dann alles so genießen kann und keine Ahnung, so eine Traumschwangerschaft mit diesen ganzen Kärtchen, dass man jeden Monat so ein Foto macht vom Bauch und so weiter, ne? Dieses ganze High-Detail, das habe ich mir gewünscht. Natürlich. Natürlich habe ich mir auch gewünscht, dass wir es dann schaffen, irgendwie noch während der Schwangerschaft zu heiraten und ich dann auch den gleichen Nachnamen wie mein Baby habe und so weiter und so fort. Das hat natürlich alle nicht hingehauen. Dementsprechend war ich auch echt ganz schön oft ganz schön stinkig. Hinzu kamen die ganzen Hormone, die sich da bei mir echt, ganz schön krass entwickelt haben und die auch mein Leben während der Schwangerschaft auf den Kopf gestellt haben. Was jetzt Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist. Also ich bin jetzt nicht mehr so eine, ich war teilweise echt von 0 auf 100 in 0 Sekunden, in einer halben Sekunde. Das ist echt krass gewesen. Ja, aber nein, also es ist alles neu, aber es ist alles schön. So, jetzt habe ich ganz schön lange über diese Schwangerschaftsthematik und Kindkriegen-Thematik und so weiter gesprochen. Was hat sich denn noch so verändert? Also, ich bin glücklicher geworden, weil ich mich komplett fühle. Weil ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass irgendwas mir fehlte. Wirklich, also dass mir irgendwie eine Aufgabe oder so fehlte. Ja, das Muttersein, das hat mir wirklich gefehlt. Ich bin so ein richtiger Mama-Mensch. Ja, ich bin ein richtiges Muttertier. Wenn man jetzt Sachen macht, dann ist das nicht mal eben so. Dann ist das immer grundsätzlich mit Planung und Strukturiertheit und so verbunden. Also du musst immer alles irgendwie organisieren, sonst geht das nicht. Also man muss gucken, dass es jedem Einzelnen gut geht. Dass Julius zufrieden ist, dass Sammy zufrieden ist, dass Schatzi zufrieden ist, dass ich zufrieden bin und mein kleiner Schatz wacht auch gerade auf. Ich sehe seine Hände. Die wedeln, aber solange er nur aufwacht und nicht jetzt irgendwie weint, ist alles gut, ne? Weil Wachsein ist ja in Ordnung. Oh, ich glaube, das ist. Huh, das muss ich mal so langsam aufbrauchen. Hier, das ist relativ alt, das Setting Spray. Ich weiß nicht, wann war die High Beauty Limited Edition? Ist auch schon 2 Jahre her, war. Okay, okay. Naja. Kann ich nämlich eben noch schnell mein Gesicht setten. Ah. Genau. Nee, aber vielleicht, manchmal ist es so, die wachen ja auf, die Babys, und dann schlafen die auch wieder ein, ne? Das ist nämlich auch so eine Sache, man ist irgendwie immer so mit einem Auge und einem Ohr immer beim Kind. Das ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich, ne? Aber na, alles neu, alles irgendwie aufregend, aber auch schön, Leute, ich sag's euch. Und ja, genau. Wo war ich? Ich wollte euch erzählen, dass ich mich jetzt tatsächlich auch komplett fühle. Und ich finde auch, dass es unsere Beziehung auf eine neue Ebene gehoben hat. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also ich genieße es schon, dass wir jetzt Eltern sind. Auch wenn man trotzdem immer noch sich manchmal fragt, haben wir uns da nicht zu viel zugemutet? Haben wir uns das wirklich gut überlegt?
So, Julius ist satt und zufrieden und ja, ich habe mir jetzt ein bisschen Schmuck umgetan und Sammy ist mit nach oben gekommen. Ja, der hatte Bock und ist jetzt gerade dabei, sein kleines, sein Hasen auseinander zu knäbbeln. Ich habe gerade geguckt, also ich dachte gerade, ich hätte mein Handy verloren. Ich habe es mitgenommen. Genau, ja. So nämlich, weil ich würde sagen, mit der Frage sind wir dann erstmal so weit durch. Die habe ich, glaube ich, recht umfassend beantwortet. Tut mir leid. Und dann springe ich jetzt einfach mal weiter zu der nächsten Frage. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Shilaila_7 fragt, hallo liebe Claudi, wie geht es dir? Kannst du mir eine Pflege von Dalton für über 40 empfehlen? Hab auch... Mehr kommt da nicht drüber. Das ist immer so eine begrenzte Länge vom Fragenfeld leider nur. Wie es mir geht? Besser tatsächlich. Also vielen, vielen Dank. Anfangs war alles ein bisschen schwieriger. Also ich musste mich halt auch ein bisschen reinfinden. Ne? Das war leider alles etwas chaotisch hier bei uns. Aber ja, einfach bedingt durch die Geburt, ne? Sind einfach ein paar Dinge bei mir nicht ganz gerade im Kopf gewesen. Und das wurde jetzt aber halt auch gerade gebogen und ich musste halt auch manche Dinge annehmen, akzeptieren und klarkommen einfach so ein bisschen. Ne? Und das hat ein bisschen Zeit gebraucht, das ist auch vollkommen in Ordnung. Man ist ja auch nur ein Mensch, ne? Und ja, mittlerweile ist aber alles ein bisschen besser. Es spielt sich alles immer mehr ein, Julius wird ja auch immer älter. Wir kommen immer mehr in unsere Elternrolle rein und können es halt auch mittlerweile ein Stück weit genießen. Und das ist auch ganz angenehm. Es ist neu, ne? Habe ich ja eben auch so ein bisschen ausführlich beantwortet. Dalton-Pflege über 40. Jetzt aktuell müsste mein Code auch noch gültig sein. Beauty Claudi gibt 20% Rabatt auf das komplette Sortiment, außer Streichpreise und Gutscheine. Ich glaube, sie hatte mir auch mal irgendwie privat geschrieben, dass sie auch ein bisschen trockenere Haut hat. Also über 40 ist jetzt ja, ja, ich weiß nicht, schon ne, so ähnlich wie meine Haut. Würde ich sagen, halt, dass man etwas reifere Haut halt einfach hat und da entsprechend die Bedürfnisse nach Feuchtigkeit hat. Da kann ich die Hyaluronic Urea Reihe empfehlen. Ich kann euch aber absolut empfehlen, das ist jetzt am Wochenende ein bisschen schwierig, denn das Video wird sehr wahrscheinlich am Wochenende online kommen. Über diesen KI-Bot kann man auch sich beraten lassen. Ansonsten halt auch wirklich über den Fragebogen, ne, dass man da halt ganz genau angibt, was man für eine Haut hat. Und ja, da ist halt wirklich die, also meiner Meinung nach, für mich zum Beispiel die Hyaluronic Urea und die Q10. Das sind so die Reihen, die ich am coolsten finde. Für mich persönlich eben wegen der trockenen Haut. Und dadurch, dass ich halt diese trockene Haut habe, ist sie... Dadurch, dass ich die reifere Haut habe, ist sie ja nochmal ein bisschen trockener. Und ja, ich habe einfach generell immer eine trockene Haut gehabt. Also deswegen hatte ich halt auch in der Pubertät jetzt nicht so die Probleme und so. Ja, und wenn ich da halt ordentlich feuchtigkeitsspendende Produkte verwende, dann dankt meine Haut es mir. Ne, das habe ich auch am Anfang gesagt, dass meine Haut wirklich aktuell richtig, richtig gut ist. Und da kann ich empfehlen, dir vielleicht mal das Probierset anzuschauen. Also es gibt auch super viele Sets auf der Homepage. Die müsste mein Code eigentlich auch gelten. Und da kannst du dann das ein oder andere Produkt in so einer Travel Size vielleicht auch mal ausprobieren. Und das ist eigentlich immer eine ganz schöne Kiste. Also schau da gerne einfach mal vorbei und mit 20%. Kriegst du auch noch ein bisschen Rabatt drauf, Beauty Claudi weiß Bescheid. Ne? Also ich finde es immer ganz schön, wenn ich den Code habe, dass ich ihn den euch mit an die Hand geben kann. Und ich bekomme von euch halt auch wirklich immer wieder positives Feedback, dass die Produkte von Dalton die Haut halt wirklich verbessert haben oder generell halt auch von meinen Kooperationspartnern. Und ja, weil wenn ich halt von euch hören würde, dass es Mist ist oder dass es halt nicht so gut bei euch ankommen würde wie bei mir, dann würde ich natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen draus ziehen. Und so haben wir als Community halt auch die Kooperation. Ne? Also ihr profitiert davon, eben dadurch, dass ich immer wieder einen Code habe, dass ich euch Rabatte anbieten kann dort, dass ich euch die Produkte auf meinen Gesichtsgeschichten testen kann und euch da mein Feedback zu geben kann. Aber auch einfach, ganz simpel gesagt, Leute, ne? Dass ich euch Verlosungsprodukte mit an die Hand geben kann. Weil das könnte ich halt nicht so in dem Umfang, wenn ich keine Kooperation mit der jeweiligen Firma hätte. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und
Ja, deswegen, also da sind halt viele Aspekte, weswegen ich einfach finde, wenn ich eine Kooperation mit einer Firma eingehe, dass es ja auch so ist, dass ihr ja auch quasi die Kooperation mit der Firma habt, ne? Und dann muss ich immer schauen oder möchte ich gerne immer schauen, dass es halt auch so passt und dass euch das auch gefällt. Also ansonsten macht das halt einfach keinen Sinn, ne? Und manchmal ist es ja auch so, dass ich dann zum Beispiel bei Instagram vorab so einen Post oder so eine Story-Geschichte mache und dann auch mal einfach eine Umfrage reinsetze. Wie ist das so? Gefällt euch das? Und soll ich das mal ausprobieren? Soll ich die Kooperation annehmen, ne? Also ihr könnt da einfach ein Stück weit mitbestimmen. Also falls du mir gerne folgen möchtest und auch mitbestimmen möchtest, folgt mir super gerne auf Instagram und ja, werde Teil der dortigen Crew und dann kannst du da auch an solchen Umfragen teilnehmen. Hier bei YouTube wird der Community-Tab, den es ja gibt, ne, leider nicht so sehr genutzt wie bei Instagram. Und wenn das nämlich so wäre, dann würde ich auch diese Umfragen so natürlich hier über Instagram machen oder auch hier für Q&A da die Fragen sammeln. Aber leider ist das irgendwie nicht so, kommt nicht so gut an. Deswegen habe ich das halt auf die Art und Weise, ne? Jo, so viel dazu. Also, liebe Shayala, heißt du so? Ich glaube schon, ne? Nee, Shilaila. Laila heißt du wahrscheinlich, ne? Also am besten schau dich mal bei der Hyaluronic Urea und bei der Q10-Reihe um. Genau, da gibt es tolle Sachen. Oder wenn du halt wirklich so Special-Pflege möchtest, gibt es die Möglichkeit natürlich mit meiner absoluten Hydrolift-Lieblingsmaske. Und es gibt auch gerade reduziert die Ampullensets. Da dürfte es auch hier Hydration und Anti-Aging-Gedönsen geben. Die sind zum einen aktuell sowieso um 20% reduziert. Und wenn du mit Beauty Cloudy das auch noch in deinen Warenkorb reinpackst, kriegst du nochmal 20% runter. Richtig geil, ne? Und Sammy? Alles gut bei dir? Der ist so ganz vorsichtig gerade an seinem Kaninchen am Gnäbbeln. Ganz vorsichtig. Und jetzt hört er mich an wie ein Toastbrot. Läuft. So, woher hast du deinen wunderschönen... wo hast du deinen wunderschönen Schmuck her? Fragt Chrissy 01127. Meinst du diesen wunderschönen Schmuck, den ich hier so gerade an meinem Gesicht trage, ganz schick? Habe ich tatsächlich jetzt nicht deswegen umgetan. Also ich habe ja gesagt, die Fragen kenne ich noch nicht. Das ist von meinem Punkt. Also ich habe jetzt eine Kooperation mit meinem Punkt eingegangen und die haben mich immer mal wieder gefragt und ich habe mir immer gedacht, oje, es ist nicht günstig, ne? Und ich möchte halt auch irgendwo bezahlbare Sachen euch mit an die Hand geben. Aber die letzten Male hatte ich immer recht, Modeschmuckfirmen, sage ich mal, mit denen ich auch kooperiert habe. So. Und da war euer Feedback tatsächlich in meine Richtung, dass ihr das mit dem Modeschmuck halt blöd findet. Also, dass super viele geschrieben haben, nee, ich trage, wenn ich Schmuck trage, lieber echt Schmuck, ich finde das nicht gut. Und ja, dann habe ich mir halt gedacht, alles klar, dann nehme ich das nächste Mal bei meinem Punkt die Anfrage an. Und here we are. Ne? Also das ist, die beiden kann ich euch in Infobox mal verlinken. Die beiden Schätzeleins. Das ist diese wunderschöne Kette mit diesen Blumen drauf und die Ohrringe. Und die Ohrringe sind halt so mit Perlen. Das ist auch sehr schlicht. Das sind so halbe Kreolen. Das ist hinten ein bisschen offen. Das ist ganz angenehm, weil meine Ohrläppchen immer etwas voluminöser sind. Und dann kann ich das nicht haben, wenn die halt so ganz geschlossen sind. Ganz verrückt. Ist wie das. Und ja, genau. Mit Claudi 223 könnt ihr dort nämlich die Versandkosten sparen. Also ich habe da keinen Rabattcode in dem Sinne. Das gibt es dort bei meinem Punkt nicht. Die haben halt immer wieder Aktionen. Da könnt ihr mal auf der Homepage vorbeischauen. Jetzt aktuell, wo ich das Video drehe, ist es Rose 40 oder Rose 40. Dann bekommt man nämlich auf alle Rosé-Gold- Schmuckstücke, 40% Rabatt, was richtig krass ist. Ich versuche euch das auch noch als Short und als Reel und so weiter zu teilen, damit ihr da Bescheid wisst, ne? Weil solche Aktionen laufen dann immer nur eine begrenzte Zeit. Über Valentinstag war 30% auf alles und jetzt haben wir auf den Rosé-Gold Teil der Schmuckkollektion die 40%. Das ist echt cool und bei den Preisen ist das eine ganz schön krasse Ecke, die man da sparen kann, ne? Ja, und wie gesagt, da habe ich halt die Kooperation dann angenommen und wenn ihr meinen Code verwendet, bekomme ich nämlich eine Provision, also da werde ich am Umsatz quasi beteiligt, ne? Also das ist die Geschichte, wie es dort halt läuft und ja, mich unterstützt ihr damit, ihr spart euch weltweit die Versandkosten, das heißt, ihr könnt euch das auch nach Timbuktu bestellen und bekommt die Lieferung versandkostenfrei. Das fand ich schon mal ganz nett. Also ich
fände es natürlich noch cooler, wenn man halt irgendwie einen expliziten Rabattcode anbieten kann, ne? Aber das ist leider so nicht möglich, deswegen halt nicht. Dann halt in Anführungsstrichen nur die Versandkosten. Aber ja, genau, das so viel dazu. Ansonsten an meinen Fingern trage ich Ringe. Da habe ich von verschiedensten Geschichten eigentlich die Ringe. Den habe ich von den Yoga Junkies mal in der Box drin gehabt. Das ist mein Federring und jeder Ring hat auch irgendwo für mich eine Bedeutung. Also ich bin ja Zwilling und da ist mein Element die Luft und das fand ich irgendwie passend dazu. Ich wäre halt auch gerne ein Vogel, ne? Ist wie es ist, da bin ich ehrlich. Und deswegen fand ich das mit dem Federgedönsen so cool und ich habe halt nicht, dass ich Also ich tausche meine Ringe nie durch, ne? Ich habe halt immer die Ringe um, die ich umhabe. Und die trage ich so lange, bis ich entweder das nicht mehr fühle oder ich halt, weiß ich nicht, den Ring verliere oder so. Genau, das ist halt mit der Leichtigkeit. Dann hier an dem Ringfinger trage ich seit 16 Jahren, habe ich zum Einjährigen von meinem Freund geschenkt gekriegt, einen Ring. Den hat er vom ortsansässigen Juwelier damals gekauft und witzigerweise war das der Freundschaftsring von so gut wie allen Pärchen bei uns aus der Clique. Das war auch irgendwie so ein bisschen der Klickenring, das fand ich ganz witzig. Ja, ist halt wie gesagt mein Freundschaftsring mit meinem Freund. Wir sind halt noch nicht verlobt, wir sind nicht verheiratet. Das hat sich ja wie gesagt noch nicht ergeben. Dafür war irgendwie dann doch die Zeit zu kurz, die 17 Jahre. Nein, alles ganz entspannt und ja, wir wollen das halt in einem etwas ruhigeren Tempo angehen und nicht überstürzen. sagte sie und hatte schon Haus und Kind mit dem Mann zusammen. Nein, alles verrückt. Wir sind halt beide Scheidungskinder, darfst halt auch nicht vergessen, ne? Ja, jetzt habe ich meine Augenbrauen schon wieder unterschiedlich gemalt. Es gibt wirklich Leute, die das so sehr triggert, dass die mich da ständig drauf ansprechen in den Kommentaren und dann auch richtig hundsgemein werden, ne? Dass ich irgendwie mir die machen lassen soll und wegrasieren und tätowieren oder so ein Kram. Das wird es aber bei mir halt nicht geben, ne? Da bin ich halt nicht für zu haben. Die sehen dann so aus, wie sie aussehen und ich komme damit klar. So, ansonsten habe ich hier noch einen von Fossil, den habe ich mir mal irgendwann gekauft. Das ist eigentlich ein Herrenring. Der soll so ein bisschen, weil der halt so wuchtig ist und am Daumen ist, die Beständigkeit symbolisieren, weil ich bin ein sehr beständiger Mensch. Ich bin zwar auch ein anpassungsfähiger Mensch, aber ich bin auch sehr beständig und das merkt man anhand meiner Freundschaften, anhand meiner Clique halt auch, ne? Anhand meiner Beziehung mit meinem Freund, die ja auch schon so lange ist. Also ich bin wirklich sehr, sehr beständig, ja, sehr sesshaft und das soll dieser Ring halt auch symbolisieren. Ja, dieser Ring von Daniel Wellington symbolisiert so ein bisschen schon ein Stück weit die Erfolgsgeschichte für mich auf YouTube und habe ich in Kooperation bekommen, als ich noch sehr, sehr klein hier war. Da habe ich nämlich den Ring, ein Armband oder ein Armreif ist das gewesen, ne? Und eine Uhr bekommen. Da war ich so stolz drauf auch, muss ich wirklich zugeben, dass ich kleine Pizzle-YouTuberin, Influencerin, bla, Content-Creatorin, Content-Creator kannst du eigentlich nicht gendern, egal, angeschrieben wurde und die Kooperation halt hatte mit der Firma. Und da war ich echt richtig, richtig froh drüber. Deswegen steht dieser Ring so ein bisschen für meinen Erfolg auf YouTube und ja, das, was ich halt so erreicht habe, was wir erreicht haben, ne? Also quasi ist das mein Freundschaftsring mit euch. dann habe ich hier einen Ring, der müsste in dem Adventskalender drin gewesen sein. Von Me Lovely, glaube ich. Das ist der einzig goldene Ring. Ne? Also zum einen symbolisiert er für mich nur Todeswische schwimmen mit dem Strom. Du darfst Gold und Silber definitiv kombinieren, denn du darfst im Prinzip alles im Leben, solange du glücklich bist. Und der hat auch so ein bisschen dieses Unendlichkeitszeichen und auch das steht so ein bisschen für Kooperation, YouTube und so. Ne? Das ist auch ganz schön. Und das hier ist mein Freundschaftsring mit Sammy, denn das ist ein Pfotenring. Den habe ich mal bei Godido gekauft. Und den Online-Shop gibt es ja leider nicht mehr. Die sind ja durch Corona insolvent gegangen. Super schade. Und dann die Message, die dahinter hatten, war halt super schön. Hat mir richtig gut gefallen. Und die haben halt auch dann immer Futterspenden gesammelt. Und immer, wenn man dort was bestellt hat, wurde halt Futter gespendet. Und das fand ich so toll, ne? Und dann fand ich das total schade, dass ich diesen Shop so spät erst für mich entdeckt habe, als da halt so ein richtig fetter Ausverkauf war. Das war traurig, muss ich wirklich sagen, ne? Meine Nase juckt ein bisschen.
Ah, lecker mio, was ist das denn hier, Sammy? Haben wir mal wieder zu viel geschmust? Der ist schon wieder eingeratzt. Der hat ein Leben, ich sag's euch. Ja, so ist das mit allen, ne? Ja, hier habe ich jetzt mal so ein Pastell-Lila und da hoffe ich, dass es besser funktioniert als in der Five in a Box von Catrice. Ja, siehste? Man sieht das nämlich schon wieder ein bisschen mehr, ne? Ich weiß nicht, wollt ihr das jetzt eigentlich von Namen sehen oder reicht euch das aus der Ferne? Ich könnte euch ja näher ranholen, ne? Ich lasse euch mal jetzt ein bisschen weiter weg. Komm, lassen wir heute mal beim Q&A diese Distanz. Ist doch auch mal in Ordnung, dann seht ihr ein bisschen mehr von außen drumherum. wie war eigentlich die Frage? Ach so, vom Schmuck, genau. Und ansonsten, das hier ist so ein Stecker, da weiß ich gar nicht, wo ich den her habe. Ich habe ja nur auf der rechten Seite von mir aus, ne? So ein zweites Ohrloch, weil Symmetrie kann ja auch jeder, ne? Ich habe einfach Schiss, mir hier noch einen zweiten stechen zu lassen, ist wie das. Okay, da habe ich hier Lisa Plüsia. Fände es mal spannend, über die Preisgestaltung Servicegebühren von Influencern zu lernen. Und auch, was man da so von der Steuer absetzen kann. Hoha, liebe Lisa. Das ist ein so umfangreiches Videothema. Da empfehle ich dir zum Beispiel den Kanal So geht YouTube. Das ist wirklich jemand, der sehr, sehr intensiv sich mit eben solchen Fragen beschäftigt. Also im Prinzip schaue ich auch diesen Kanal sehr viel, weil man hat nie ausgelernt, ne? Der erklärt dir super viel zum Thema YouTube und Monetarisierungsmöglichkeiten, weil das ist halt von Monat zu Monat wirklich komplett unterschiedlich und auch von Influencer zu Influencer, ne? Weil es kommt manchmal gar nicht so auf diese Reichweite an, was du halt jetzt so an Zahlen siehst von den Abonnenten her, sondern auch was die Interaktion der Community angeht. Also was für eine, erstmal, was für ein Thema hat diese Community überhaupt? Bei mir ist es ja Beauty, Lifestyle, Fashion, das ist so meine Schiene, wo ich halt drin bin. Dann gibt es natürlich noch welche, die halt richtig krass in Richtung Gaming und sowas gehen oder Meinungsblogger. Und das sind halt alles unterschiedliche Verdienstmöglichkeiten. Bis ich mir mal ausgerechnet habe, was ich außerhalb der Monetarisierung, die ich ja hier durch Werbung schalten, ne, bei YouTube verdienen kann, verdiene, hat es sehr lange gedauert. Also ich habe mir da eine komplette Excel-Tabelle gebastelt und dann hin und her kalkuliert. Und jedes Mal, wenn ich jetzt auch angefragt werde für eine Kooperation, ist es so, dass ich natürlich jedes Mal individuell verhandle. Natürlich habe ich da mein entsprechendes Kalkulationsschema, was natürlich sich auch immer wieder neu kalkuliert, je nachdem, wie gerade halt auch so die Aufrufzahlen sind und so weiter und so fort. Da gibt es so viele verschiedene Faktoren und das sehe ich halt auch irgendwo dann als mein persönliches geistiges Eigentum, was ich nur mit super wenigen Menschen in meinem Umfeld teile überhaupt, ne? Weil ich so viele Stunden und Tage und Wochen Arbeit und Zeit da reingesteckt habe, das teile ich echt nicht mit jedem. Und da kann man halt wirklich am Ende sich seinen eigenen Preis ausrechnen. Denn wie gesagt, du verdienst das, was du hier von den Werbeeinnahmen bekommst, aber da muss ich leider sagen, dass das halt nicht mehr die Haupteinnahmequelle sein kann, weil YouTube da einfach wie soll ich das nennen? Zu unzuverlässig, genau. Ich kann mich zu wenig drauf verlassen, dass ich da fair entlohnt werde. Denn, YouTube stellt halt irgendwie in letzter Zeit ständig irgendwas um, weil die halt mit anderen Plattformen wie TikTok, Instagram und Co. mithalten wollen, ne? Und sagen den Creatoren, sie sollen halt Shorts machen. Dann stellt sich heraus, ach so, nee, übrigens, wenn ihr die Shorts macht und die nicht monetarisiert werden, wirkt sich das negativ auf euren kompletten Verdienst aus, weil dann quasi euer CPM und RPM auch noch runtergehen. Das sind so Kennzahlen, wie viel man halt pro Klick in Anführungsstrichen verdient von YouTube selber, ne? Und boah, das fand ich so traurig jetzt so im Januar, ne? Da habe ich echt, war ich super traurig und da habe ich auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen und es war einfach unfair. Einfach unfair, wenn dein Arbeitgeber, es ist nicht mein Arbeitgeber, ich weiß, da wurde ich auch verbessert, aber wenn mein Partner hingeht und einfach das Gehalt um 75% kürzt,
ist das nun mal krass. Gerade in meiner aktuellen Situation, dass ich gerade ein Kind bekommen habe und die wirtschaftliche Situation ja ziemlich krass ist, ne? Möchte man in der Hinsicht halt schon, du kriegst keine Beständigkeit damit, das ist mir schon klar, aber man möchte halt irgendwo fair dafür entlohnt werden, dass man jetzt jeden Tag arbeitet, arbeitet, arbeitet. Und das nicht nur als 40-Stunden-Woche, sondern halt wirklich, ich klopp ja rein. Das ist ja nicht so, als würde ich hier irgendwie einen entspannten Tag haben. Ne? Das ist definitiv nicht so. Es ist jetzt auch schon wieder Sonntagabend, 6 Uhr und ich bin am Drehen. Ne? Und das ist das erste Video und da folgen noch ziemlich viele weitere. So, und dann möchte man halt irgendwo auch eine faire Bezahlung und erwartet das auch ein Stück weit von YouTube. Aber wie gesagt, das funktioniert halt nicht so. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, jetzt diese Frage zu beantworten. Ich kann dir, oder ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht so offenlegen, was ich verdiene. Ich kann nur so viel sagen. Wenn ich mit YouTube nicht so verdienen würde, dass ich mir davon mein Leben genauso finanzieren kann wie in meinem vorigen Job, dann hätte ich das nicht geswitcht. Ne? Also ich bin ja seit ungefähr ein Vierteljahr, dass ich komplett selbstständig bin und nicht mehr meinem generellen Bürojob nachgehe, sondern dass ich halt Vollzeit YouTube mache und ausschließlich YouTube bzw. Content Creator da sein. Und es lohnt sich schon. Also ja, es lohnt sich schon. Es ist mit sehr viel Arbeit, sehr viel Aufwand und sehr viel Erreichbarkeit verbunden. Also ich muss immer da sein. Ich habe kein Wochenende, ich habe keinen Urlaub, ich habe kein Weihnachten, eigentlich so, ne? Was natürlich falsch ist, man sollte sich das eigentlich anders darstellen. Aber ja, das muss halt alles noch wachsen. Das ist bei mir noch nicht so an dem Punkt angelangt, dass ich sage, ich verzichte jetzt darauf, ein Video an Tag XY online zu stellen und mache mir dafür einen Tag frei oder wie auch immer. Bin ich noch nicht da, ne? Und sie mir entziehen lassen. Vielen Dank dafür. Es riecht hier wunderbar. genau. Und ja, ich mache es dafür auch einfach viel zu gerne. Und das ist auch in Ordnung. Sonst hätte ich halt meinen Job ja auch nicht aufgegeben. Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Also das hier ist mein Traum. Ich liebe meinen Traum. Ich finde das großartig und ich mache das super, super gerne. Man muss aber einfach pfiffig sein. Und das ist, glaube ich, das Thema. Das habe ich auch versucht, meinen Eltern zu erklären. Weil die sich auch mega Sorgen gemacht haben, als ich den Bürojob halt aufgegeben habe, ne? Du musst zum einen verhandeln können, du musst dich selber auch gut verkaufen können, was dadurch, dass ich im Vertriebsindienst gearbeitet habe, möglich ist. Also ich habe es 10 Jahre in der Praxis erlebt, wie es ist, halt Dinge zu verkaufen, also wie man, also nicht ne, Vertrieb, sondern Vertriebsindienst, ne? Das war halt in Industrieunternehmen. Und da habe ich das schon gelernt und jetzt muss ich halt, und ich habe halt auch das ein oder andere Mal Bewerbungsgespräche geführt, dementsprechend weiß ich schon, wie man sich selbst zu verkaufen hat in Bewerbungsgesprächen, ne? Und ja, das musste ich dann natürlich den Firmen gegenüber durchsetzen. Bei euch habe ich einfach lernen dürfen, nicht müssen, also ich fand es gut, dass ich tatsächlich ich selbst sein soll. Ich soll mich nicht verstellen. Einfach dieses ganz normale Claudi-Dasein, Freischnauze erzählen und reden und sein. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt hier sitze und mich, was weiß ich, verstelle, versuche irgendwie hochgestochen zu reden oder auf meinen Dialekt, den ich einfach ein bisschen habe, zu verzichten. Also ich komme halt einfach aus dem plattdeutschen Raum und wir reden hier eigentlich recht gut Hochdeutsch, ne? Aber das ein oder andere dat und wat ist halt einfach mit dabei. Und das sagt ja auch einfach jeder, ne? Das ist, wie es ist. Und das finde ich auch in Ordnung. Und das hat nichts über meine Intelligenz auszusagen, was ich mir schon anhören musste, Leute. Es hat einfach was damit zu tun, wo man lebt. Und das finde ich in Ordnung. Also ich mag es hier zu wohnen, sonst hätte ich mir hier kein Haus gekauft, ne? Also ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Und ich mag das Westfälische. Das ist einfach voll mein Ding. Und ich bin halt für eine Westfälin sehr offen und sehr redselig. Das muss man halt auch sagen. Westfalen an und für sich sind ja eher so. Das ist so ein typischer Westfalen-Move, ne? Aber ja, also ich mag es halt gerne. Und finde das in Ordnung. Meine Güte, da soll man sich jetzt einfach die Kirche im Dorf lassen, ne? Und nicht zu sehr über irgendwelche Sachen aufregen, die man einfach,
weiß ich nicht, da gibt es einfach wichtigere Themen im Leben. Meine Güte, aber gut. Es muss auch Vögel geben, ansonsten, ne, wäre das Leben ja auch irgendwie verrückt, muss man sagen. Ja, also die Palette mag ich gerne leiden. Schaut ihr euch gerne mal an, die Marrakesch-Palette, ne? Hm. Habe ich jetzt aber nur eher so die rötlichen Töne von genommen, aber es sieht sehr romantisch aus, finde ich. Egal. Ja, so viel dazu. Und, ja. Ja, so viel zu Verdienst. Also das ist, es ist schwierig, da jetzt irgendwie eine Zahl festzulegen, weil es schwankt bei mir halt auch wirklich extrem. Je nachdem, wie viele Kooperationen ich annehme, oder wie viele Kooperationen ich dann pro Monat machen möchte überhaupt, ne? Klar hat man da auch irgendwie so seinen fixen Kreis an Werbepartnern, mit denen man wirklich monatlich auch gerne zusammenarbeitet. Einfach weil es auch irgendwie passt und ja, keine Ahnung, um diese Regelmäßigkeit für sich halt auch irgendwo zu haben. Aber also ich verdiene mir jetzt keine goldene Nase, definitiv nicht. Es ist einfach ein vernünftiges Einkommen, sodass wir halt einfach ganz normal davon leben können. Das kann man halt einfach so da abschließend so sagen. Aber es ist für mich jetzt wirklich nicht, dass ich reich dadurch werde. Nee. Dafür habe ich einfach, nee, bin ich auch nicht für gemacht. Dafür habe ich noch viel zu viele Skrupel, Kooperationen anzunehmen, die halt super krass bezahlt werden. Also alles so im medizinischen Bereich. Ich sag auch mal so Zahnmedizin und sowas, ne? Das lehne ich halt alles ab. Oder Nahrungsergänzungsmittel und sowas. Das ist halt extrem gut bezahlt. Da kriegst du fünfstellige Beträge für eine Kooperation. Aber ich möchte meine Seele nicht verkaufen. Ich glaube, das kann man so ganz gut sagen, ne? Ja. Also alles irgendwo im bezahlbaren und vernünftigen Bereich. Das ist halt wichtig. Und ja. So ist das, mein Alle, ne? Ich hätte jetzt natürlich auch mit der Palette einen Eyeliner ziehen können, weil hier ein Schwarz drin ist. Aber ne. Ne. Man muss halt auch immer dran denken, dass man sich ein bisschen was zur Seite tut. Weil nicht nur, dass man seine Krankenkasse und seine Rentenversicherung selber bezahlen muss, man muss auch seine Steuern immer schön bezahlen. Ansonsten kriegt man Probleme. Das hört man immer mehr von jungen Leuten, die YouTube oder TikTok oder sonst was machen. Wollen jetzt auch gleich super berühmt werden, Umsätze generieren und so weiter. Dass sie dann so ein Jahr später sagen, hey, sorry, ich muss Insolvenz anmelden, voll die krassen Steuerschulden und so. Also bei mir ist es quartalsweise, dass ich eine Vorauszahlung entrichte. Da wird es dann schon mal von meinem Steuerberater geprüft. Und das ist nicht wenig, was man an Steuern bezahlt. Das ist schon recht ordentlich. Und das sind erstmal jetzt nur diese Umsatzsteuergeschichten, ne? Und dann kommt hier auch noch die Einkommensteuer, wenn die Einkommensteuererklärung gemacht wird. Also sollte man nicht unterschätzen und immer fleißig sein und Belege aufbewahren und so. Aber da bin ich ganz froh über meine Ausbildung, denn Reden und Eyeliner ziehen, Leute. Ich habe ja im kaufmännischen Bereich gelernt, ne? Das ist ja die Sache, dass ich da halt auch ein Stück weit einfach die Kenntnisse habe, was kaufmännisches Arbeiten und kaufmännisches Denken angeht. Parallel ist es aber auch wichtig, für mich persönlich, dass ich jetzt alles, was ich hier mache, ist weiterhin Berufserfahrung in meinem Ausbildungsberuf. Also ich habe ab 2011 bis 2012, genau, habe ich meine Ausbildung gemacht als Industriekauffrau und danach habe ich dann ja in Firmen gearbeitet und hauptsächlich im Bereich Vertriebsinnendienst. Also es war mal, dass ich im Bereich Einkauf auch tätig war oder zusätzlich zum Vertriebsinnendienst, dass ich halt im Einkauf auch tätig war oder dass ich halt auch jetzt zuletzt Assistenz der Bereichsleitung war, aber halt deswegen, weil ich die Exportkunden betreut habe, die auch von dem Bereichsleiter betreut wurden. Auf jeden Fall ist es so, dass ich jetzt ja weiterhin Berufserfahrung sammle. Aber jetzt halt von der anderen Seite und extrem praktisch. Also das, was ich mache, ist ja nach wie vor Marketing. Es ist nach wie vor Vertrieb auch irgendwo, ne? Weil ich ja auch mit den Firmen zu tun habe. Und die natürlich ihre Produkte ja auch
präsentiert haben wollen und die wollen natürlich auch, dass die Produkte... Zack, Akku leer. Die Firmen wollen natürlich auch ihre Produkte verkaufen, ist ja, ne, klar. Und ich bin zwar nicht diejenige, die dann die Auftragsabwicklung oder sonst irgendwas macht, aber ich bin ja quasi das Werbegesicht, mehr oder weniger. Ja. Hab dann aber auch bei manchen Sachen mit hier Umsatzbeteiligung, also Provisionen zu tun. Also zum Beispiel bei Mindpunkt bin ich ja provisionsbeteiligt, bei Purish bin ich provisionsbeteiligt. Wenn ihr so Tiddly-Links findet, das ist dann auch über Arvin, das ist eine Plattform, da bin ich dann auch quasi umsatzbeteiligt. Ne? Also das ist halt einfach, dass man dieses Konzept dahinter auch versteht. Man muss sich mit Prozentrechnung auseinandersetzen und so. Ne? Also ganz crazy Geschichten, ja, mit denen ich eigentlich auch zu tun hätte, wenn ich jetzt noch regulär im Büro arbeiten würde. Ja, das hier war mir leider ausgelaufen bei der Bestellung. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt muss ich gucken, wo der Prömpel ist, damit ich da mir was ins Gesicht machen kann. Da ist der Prömpel. Da kann ich sprühen. Mal gucken, wie der Kopf ist. Oh ja. Durch eine Anwendung aufgebraucht. Läuft. Also das sind dann halt so die Sachen, ne? Und ja. Ich habe schon wieder vergessen, wo die Frage war. Egal. Also man muss halt wirklich schauen, dass man das voneinander bekommt und dass man auch in irgendeiner Art und Weise wie soll ich das sagen, nicht kopflos agiert. Also zum einen, dass man nicht kopflos alles Mögliche an Kooperation annimmt, ne? Denn ich möchte ja auch nichts präsentieren, wo ich nicht hinterstehe. Weil letztendlich bin ich das Gesicht davon und zeige euch die Produkte. Und wenn da irgendwas schief läuft, dann schreiben sau viele mich an, obwohl ich ja gar nicht bei der Firma arbeite oder so. Trotzdem, das ist halt eben, weil ihr der Person, die halt auf Social Media die Produkte euch empfiehlt, euch die Produkte zeigt, habt ihr ja auch das Vertrauen, dass die Person dann sich gegebenenfalls an die Firma richtet, um das nochmal weiterzugeben. Oder ja, ihr wollt halt einfach eure Enttäuschung ausdrücken. Oder im besten Fall, was ich eigentlich hauptsächlich von euch bekomme, positives Feedback, dass ihr mir schreibt, Mensch, das war echt cool, ne? Aber wenn ich jetzt ankommen würde und da irgendwelche Bleaching-Sachen für weißere Zähne zu verkaufen, würdet ihr mir zuallererst mal einen Vogel zeigen und dann würdet ihr die Produkte testen und sagen, hä? Ne? Weil ihr seht ja auch, das sind meine Zähne. Die sind nie gebleached worden. Und wenn ich jetzt um die Ecke kommen würde, oh, ich habe jetzt hier das und das Produkt und das, ne, macht die Zähne weißer hier oben am Hintern, Leute. Ich sag's euch, nee, nee. Und das ist das, was manche Firmen halt wollen. Und das mache ich halt nicht mit. Und dann würdet ihr mir natürlich auch die Hammelbeine langziehen, zu Recht, wenn ich das machen würde, weil das natürlich einfach nicht geht, ne. Naja, so viel dazu. Ja, also da muss man halt irgendwie mit Sinn und Verstand halt arbeiten, aber ich finde das einfach logisch. Ne? Also es ist für mich selbstverständlich, weil zum Beispiel meine Freunde, das sage ich euch auch immer wieder, meine Freunde, die gucken ja auch die Videos. Oder meine Freunde fragen mich, Mensch Claudi, wie hast du das und das hingekriegt? Ne? Oder was trägst du? Oder keine Ahnung, was kannst du mir empfehlen? Bla bla bla, irgendwie sowas halt. Und wenn ich da jetzt irgendwas mit Schmu empfehlen würde oder wenn die ein Video von mir gucken, ich empfehle dann ein Produkt und das ist der größte Rotz. Die haben sich das aber ausgegeben und gekauft. Dann wissen die, wo mein Haus wohnt. Und dann kriege ich aber einen Hintern ab. Ja, ja. Ich habe wundervolle Mädels. Wir sind aber auch alle sehr ehrlich miteinander. Und das würden die mir halt auch sagen. Ne? Die haben mir auch gesagt, wenn die eine Mascara ausprobiert haben, so, oh ne, die hat jetzt bei mir nicht so funktioniert. Oder das hat nicht funktioniert, ne? Keine Ahnung. Oder eine Foundation oder so. Und dann frage ich die aber, hey, wie hast du denn die angewendet? Und dann sehe ich das oder, ne, man kann sich halt austauschen. Das kann ich jetzt nicht mit 28.000 Leuten in dem Umfang machen, ne? Aber mit meinen Mädels kann ich das halt machen. Und dann kann ich denen halt auch Tipps geben, wie man es gegebenenfalls doch dazu bringen kann, zu funktionieren. Und die bringen mich dann halt auch drauf, nicht nur, dass sie mich dazu gebracht haben, überhaupt mit YouTube anzufangen, sondern die bringen mich darauf, manche Dinge zu hinterfragen. Zum Beispiel habe ich dir auch hier ein Short mal gedreht, wie man Mascara auftragen kann, damit die Mascara halt so richtig wawawum wirkt. Und ja, das hilft, es hilft. Und ich weiß, dass ihr das testet, dass ihr das ausprobiert und dass ich damit auch
ein Stück weit bei der einen oder anderen den Alltag erleichtern kann. Und dass ich auch bei manchen, keine Ahnung, nicht nur die Einschlafhilfe bin, sondern auch vielleicht ein Stück weit eine Person, die man sich anstellt, wenn man sich gerade selber schminkt und einfach jemanden zum Quatschen haben möchte. So blöd, wie sich das anhört. Aber das mache ich ja auch genau so. Dass wenn ich hier sitze und nicht gerade ein Video drehe, dann habe ich immer ein YouTube-Video am Laufen. Und dann habe ich die Chiquitas Plays an oder die Like a Daisy in Spring oder Katrins Welt und so, ne? Also, oder Maxim, irgendwer ist immer dann bei mir mit dabei, weil es einfach schöner ist, wenn man ja jemanden halt dort hat, mit dem man reden kann. Ihr wisst, was ich meine. Dass man halt irgendwie, ja, sich nicht so alleine fühlt. Ich finde das einfach schön. Und ich weiß, dass es bei vielen auch so der Fall ist. Und wenn da jemand aber sitzen würde und euch da immer nur einen vom Pferd erzählt und euch, keine Ahnung, irgendeinen Blödsinn, ne, halt erzählt, empfiehlt, wie auch immer, dann habt ihr auch nicht so das Vertrauen und dann macht das alle ja keinen Sinn. Deswegen, also ich kann immer, wenn ich auch gefragt werde von Leuten, die jetzt so frisch mit YouTube anfangen und so, immer nur empfehlen, dass man immer man selbst bleiben sollte und die Community genauso behandelt oder behandeln sollte wie die besten Freunde und wie die Familie. Weil meinen besten Freundinnen und meiner Familie würde ich im Leben keinen Blödsinn erzählen. Und vor allem keinen Blödsinn andrehen wollen. So, ne? Also denen möchte ich halt die Sachen empfehlen, die halt auch wirklich funktionieren. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Kiste. Ja, wir sind darüber gekommen, weil wir uns gefragt haben, was man so verdient als Influencer, ne? Ich sag so, Weihnachten ist es natürlich mehr, ist klar. Jetzt am Anfang des Jahres ist es etwas weniger, aber da sollte man schlau gewesen sein und ein bisschen was zurückgelegt haben, sodass man dann auch noch seine Miete bezahlen kann, seine Stromrechnung bezahlen kann. Also ich würde fast schon sagen, dass mein Freund und ich ja relativ ähnlich verdienen und ein Gehalt geht definitiv für Nebenkosten mittlerweile halt echt drauf. Ne? Das ist einfach Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das bei euch so der Fall ist, aber gut, was zählt man alles zu Nebenkosten? Das ist ja schon recht viel auch bei uns. Ne? Dadurch, dass wir ja auch uns vor 7 Jahren das Haus gekauft haben, da ist dann natürlich alles nochmal ein bisschen anders von den Nebenkosten her, ne? Jo, weil es ein altes Haus ist und man eigentlich auch Rücklagen bilden müsste, dass man irgendwann auch mal hier die Fenster erneuert oder so, weil das sind halt nicht so die am allerbesten gedämmten Fenster und sowas alles, ne? Aber gut, ja gut, das muss man dann mal die Tage gucken. Und ich sitze hier oben ja auch in einem Stockwerk, was nur zum Teil renoviert ist. Also wir waren eigentlich damit angefangen, dann bin ich schwanger geworden. Und das wird irgendwann, wenn die Zeit da ist, wenn das Geld da ist, auch noch weiter renoviert. Aber alles zu seiner Zeit. Schatzi sagte, Perfektionismus hinten anstellen, also mache ich das. Und es kann nicht alles immer jetzt sofort passieren. Auch wenn man das gerne hätte. Ja. Ihr könnt das gerne googeln, also da werden ja immer wieder auch unterschiedlichste Zahlen genannt. Also jemand, der doppelt so viele Follower hat, wie ich das habe, verdient nicht unbedingt doppelt so viel wie ich. Es kann durchaus sein, dass jemand, der doppelt so viele Follower hat wie ich, genauso viel oder sogar weniger verdient. Ne? Es ist eine ganz verrückte Geschichte und man verdient halt so, dass man da normal von leben kann, aber sich keine goldene Nase damit verdient. Jedenfalls nicht in meinem Bereich. Ne? Ja. So, weiter gucken. So geht YouTube. Toller YouTube-Kanal. Kannst du Dinge, die du in der Selbstständigkeit gelernt hast, im Alltag anwenden? Ja, natürlich. Also zum einen kann ich Dinge, die ich im Alltag gelernt habe, in die Selbstständigkeit bringen. Also quasi, die ich durch meine Ausbildung gelernt habe. Ne? Also Buchhaltung und so ein Kram. Das, was ich eigentlich immer ganz furchtbar fand, aber halt jetzt ja auch mache. Mit Unterstützung der Steuerberaterin natürlich. Und was heißt die Dinge aus der Selbstständigkeit? Es ist natürlich so, dass die Produkte, die ich jetzt ja auch hier verwende, dass ich die ja auch generell verwende. Also sei es die Pflegeprodukte, sei es die Staubsauger, die Kleidung, dies, das, Ananas, alles. Ne? Also das ist ja
mein Leben ist ja, ich bin ja eine Person des öffentlichen Lebens. Das heißt, alles, was ich, also ich bin ja nicht eine wandelnde Litfaßsäule, schon ein Stück weit, aber ja, schon irgendwie. Also wenn ich auf Instagram eine Story mache, dann wird auch direkt gefragt, wo hast du dies, das Ananas her? Ne? Das ist halt schon so, dass man dann auch immer ein Stück weit über den eigenen Kleiderschrank und über das eigene, was man so zu Hause hat, gefühlt eine Excel-Tabelle führt, um zu wissen, wo habe ich das nochmal her? Also wird man ja sonst eher weniger bei Menschen machen, dass man fragt, wo hast du das her, wo hast du das her? Ne? Oder wie hast du das und das gemacht? Das machst du eher so, wenn du eine Story siehst. Und da fragst du das dann. Weil meine Freundinnen mich das ja auch fragen. Obwohl die das vorher gar nicht so in dem Umfang gefragt haben. Ich glaube, oh, Mist. Dass sie das halt wirklich durch die... Oh, da habe ich Blödsinn gemacht. Seht ihr, ne? Sieht furchtbar aus. Ich muss das rauskennen. durch die Social-Media-Geschichte hier hat sich das halt erst so eingebürgert. Ja, crazy. Oh, help. Ja, ich hatte da irgendwie eine Wimper, die war so schief und die wollte ich... Oh. Und dann will man zu viel und dann hat man es verkackt. Komm schon. Oh nein. Was mache ich denn? Doch, ich krieg's rausgebürstet. Okay. Puh, ich wollte gerade schon verzweifeln. Aber nein, nein, nein. Diese Teile kommen von Catrice. Hatte ich im Adventskalender. Ist sehr, sehr cool. Wow. Muss ich gleich nur oben ein bisschen das dann noch ausbürsten. Aber, ne? Wenn man verpatzt, ist das überhaupt kein Thema, Leute. Überhaupt kein Thema. Da kann man noch immer korrigieren. Das ist ja, es geht hier nicht um Menschenleben, ne? Wenn es ein bisschen angetrocknet ist, einfach mit dem Spoolie drüber gehen. Gegebenenfalls noch ein bisschen nachkorrigieren von der Farbe her. Die Frau. Oh Mann. Ich war eben so stolz auf diesen Look, dass ich das so easy peasy hingekriegt habe. Zack, machst du einen Patzer mit der Mascara, ne? Mhm. Ja, ja. Genau. Dinge im Alltag anwenden, die ich hier gelernt habe. Ja, ansonsten ist es so, dass ich, das werdet ihr, also viele Sätze, Reden, vorne anfangen, hinten aufhören. Das ist nicht leicht für mich, ne? Viele haben mir das auch schon zurückgemeldet, die auch schon länger mir folgen zum Beispiel, dass ich mich auch ein Stück weit verändert habe, zum Positiven. Dass ich anders geworden bin. Also ich bin lockerer, würde ich sagen. Lockerer als am Anfang hier auf YouTube. Ich bin selbstbewusster geworden. Das hat mir schon sehr geholfen und meine Therapeutin hat mir das auch gesagt, dass YouTube oder Social Media ist für mich das, was es für manche eben nicht ist. Für mich ist es eine riesige Selbsttherapie. Ich bekomme für das, was ich mache, und sei es nur, dass ich mir ein bisschen Farbe ins Gesicht klatsche, Anerkennung. Die Anerkennung, die mir gut tut. Natürlich ist da auch, sind da auch Fussel-Kommentare dabei, die nicht so schön sind. Natürlich. Aber alles in allem ist das schon sehr, sehr kuschelig und freundlich hier. Ne? Und das tut mir einfach gut. Und das ist nicht selbstverständlich, muss man wirklich sagen. Und das genieße ich, ehrlich gesagt. Ich genieße es, mit euch zusammen mein Leben zu leben. Das ist echt schön. Ja. Ja. So, ich guck mal eben kurz. Oh, Welt 1986. Hab zwar keine Frage, wollte dir aber sagen, dass ich dich super finde und dann ein Umarmungsmiley. Siehst du, genau das meine ich. Das ist einfach toll, das mag ich. Auch die Sue Swimlove fragt, was verdient man als Influencer? Das ist unterschiedlich, ne? Ja, und da kommen mir noch super viele andere Fragen. Vielleicht mache ich da einfach noch ein weiteres Video draus, weil ich habe hier echt viel gequatscht, ne? Ich bin fast fertig. Ja, wie hast du die Vollnarkose empfunden? War es deine erste? Liebe Grüße von Jenny 211-2006. Tja, Jenny, das war nicht meine erste. Meine erste Vollnarkose hatte ich, als ich meine Weisheitszähne rausbekommen habe. Und das war soweit so gut, weil ich habe Angst vor Spritzen. Und dementsprechend war das für mich richtig und wichtig, dass ich eine Vollnarkose bei den Weisheitszähnen hatte. Aber die Vollnarkose bei der Geburt war für mich so ungefähr das Schlimmste, was passieren konnte, weil ich die Kontrolle über alles abgeben musste. Und meine größte Angst war eigentlich immer, dass ich nicht gut genug bin,
und mir deswegen mein Kind weggenommen wird. Und deswegen hatte ich einfach in dem Moment die Angst, dass mir mein Kind aus dem Bauch rausgeschnitten wird und dass es mir weggenommen wird, weil ich verkackt habe, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, weil ich die Geburt nicht vernünftig gemacht habe. Sowas, ne? Und mit dem Gedanken bin ich dann ja weinend in den OP geschoben worden und unter Vollnarkose gesetzt worden, was ganz, ganz schlimm war. Also ich, schwieriges Thema. Wie soll ich das sagen? Der Kontrollverlust über meinen Körper war ebenfalls eine ganz schlimme Geschichte, weil ich diese Erfahrung leider damals schon mal machen musste. In einer Situation, die ich keinem wünsche. Und was ich hier auf YouTube nicht in der Art und Weise erzählen werde. Und deswegen war das für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Vor allem, weil es um meinen Unterleib ging. Und deswegen war das für mich traumatisch. Das trifft es ganz gut. Also da hat eine Psychologin nachher ziemlich viel Arbeit gehabt, mich wieder gerade zu kriegen. Weil das war gar nicht gut für mich. Für mich wäre es schöner gewesen, die Geburt normal erleben zu können und durchzuziehen. Aber wegen der Bradykardie von Julius, also dass der Puls halt so abgefallen ist, war es für ihn halt lebensnotwendig. Und da habe ich im wahrsten Sinne des Wortes gesagt, Augen zu und durch. Und für Julius, ne? Das war für mich so mein Denken, was ich da hatte. Und ich war aber fertig und habe auch im Aufwachraum nachher alles zusammengeschrien, was nur ging, weil ich fertig war. Ich war einfach fertig und war nachher glücklich, als ich dann in den Kreißsaal zurückgeschoben worden bin, nach anderthalb, zwei Stunden. Und da meinen Freund vorgefunden habe mit Julius auf dem Bauch und gesehen habe, dass alle da sind, keiner mir weggenommen wurde und alle glücklich sind. Das war so wichtig, aber die Vollnarkose war schlimm. Das war nicht gut. Würde ich nicht nochmal machen. Wenn ich einen Kaiserschnitt nochmal machen wollen würde, was ich jetzt per se eigentlich nicht will, dann definitiv auf die klassische Art und Weise, dass ich wach bin. Aber auf die, also das war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Nee, nee. Deswegen, die mein Buch lesen, und also Hallo Mr. Bauchi, ne? Mein Schwangerschaftstagebuch, werden auch die Geburt miterleben dürfen. Die habe ich nämlich im Kreißsaal quasi, ich habe euch mitgenommen und dann halt das Tagebuch weitergeführt. Aber ihr werdet es aufgrund der Art und Weise, wie ich es geschrieben habe, merken, wie es war. Ja, ihr Lieben. Ich muss jetzt immer den Applikator hier sauber machen. Das mache ich generell immer, ne? Wenn du halt dieses Füßchen nimmst von einem Lipgloss und das an etwas, wenn du schon was drauf hast, drauf machst. Du willst es ja nicht, dass das ganze Produkt dreckig wird, dann mache ich den immer sauber. Und jetzt habe ich einmal den fertigen Look für euch. Ich finde, es ist ganz hübsch geworden, ne? Ich mag gerne leiden, was ich jetzt im Gesicht habe. Die Palette gefällt mir richtig gut. Die Mascara finde ich schön. Vieles hatte ich ja schon da, aber auch die Base, ne? Das sieht sehr gesund und sehr frisch aus. Mag ich gerne leiden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr so die Produkte findet, die ich in Anwendung genommen habe. Und dann wäre es hier auch mal ein bisschen das gewesen mit dem Style and Talk. Ich denke, dass ich da nochmal einen zweiten Teil drehe, denn ich habe noch allerhand Fragen. Und ja, das war's hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Ja, sind schon ein paar. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.